Eilmeldung aus NRW. Innenminister Herbert Reul will die Polizei anweisen, in Zukunft bei jeder Straftat die festgestellte Nationalität der Tatverdächtigen zu nennen. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Außerdem dabei, die Gewerkschaft der Polizei sieht sich nicht mehr in der Lage, beziehungsweise die Bundespolizei sieht sich nicht mehr in der Lage, die deutschen Grenzen zu beschützen. Das ist ihr einziger Zweck, zu dem sie gegründet wurden. Ich bin wirklich schockiert und fasziniert zugleich. Ich dachte eben erst, dass aus NRW, das ist eine Nebelkerze, aber nein, das Bundesland Nordrhein-Westfalen möchte den Medienerlass für die Polizei ändern. Ab sofort soll es quasi nicht mehr der jeweiligen Polizeibehörde überlassen sein, ob sie die Nationalität nennen oder weglassen. Innenminister Herbert Reul möchte dazu extra den Erlass des Landes NRW ändern. Die Idee von Innenminister Herbert Reul, sie ist nicht neu, doch er setzt sie jetzt in die Tat um. Ich weiß nicht, ob das jetzt seine letzten Amtshandlungen sind, weil er eine Wiederwahl für ausgeschlossen hält. Er ist ja auch schon in fortgeschrittenem Alter für einen Minister, wenn man das so sagen darf. In den aktuell geltenden Medienerlassen des Landes Nordrhein-Westfalen ist es den Kreispolizeibehörden überlassen, die Nationalität zu nennen oder wegzulassen. Das soll sich jetzt ändern. Ihnen soll es nicht mehr überlassen sein, sondern die zweifelsfrei festgestellte Identität soll automatisch Bestandteil der Pressemitteilungen werden, weil es auch die häufigste Frage von Pressevertretern inzwischen ist, nach der Nationalität der Tatverdächtigen. Die Polizei NRW will Spekulationen damit vorgreifen, sowie dem Vorwurf, etwas verschweigen zu wollen, entgegenzutreten. Und da hat er meine vollste Zustimmung und meinen vollen Respekt. Nur wenn man offen und transparent berichtet, kann man sich am Ende ein Bild über die Lage machen. Dieser erlassene Kodex Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Nordrhein-Westfalen ist aus dem Jahr 2011. Er orientiert sich an dem deutschen Pressekodex des Presserates und so weiter und so fort. Selbstverständlich gibt es jetzt schon Gegenstimmen dazu. Die Integrationsbeauftragten, sie laufen Sturm. Die Flüchtlingsräte, sie laufen Sturm. Und warum laufen sie Sturm? Weil die Kriminalitätsstatistik des Bundeskriminalamtes über die erfassten Straftaten und Tatverdächtigen aus dem letzten Jahr bewiesen hat, was wir alle denken. Es geht hier eine massive Zunahme der Gewalt von Personen ohne deutschen Pass aus. Eine Zunahme von 17,8% und die Zuwanderer insgesamt von 29,8%. Die Tatverdächtigen, die hier nicht deutsch sind, sind 2,2 Millionen Tatverdächtige bei insgesamt nur 5,9 Millionen Straftaten. NRW zieht jetzt hier durch und es gab sogar Spekulationen, ob denn diesem größten Bundesland hier weitere folgen werden. Es gibt da auch Aussagen, dass es das Land Berlin vermutlich nicht tun werde, niemals. Und da muss man sagen, okay, dann werden sie es nicht tun. Allerdings können wir auch einfach nachfragen. Auf Nachfrage wird es dann immer mitgeteilt, sofern es bekannt ist. Das soll aber vermutlich hier ablenken von einer anderen Pressemitteilung, und zwar von der GdP, von der Gewerkschaft der Polizei. Der Sprecher Herr Roskopf hat gegenüber der Rheinischen Post hier wirklich phänomenale Worte gefasst. Die Bundespolizei sei nicht mehr in der Lage, an allen Binnengrenzen Deutschlands auf längere Zeit stationäre Grenzkontrollen durchzuführen. Okay, wenn die Polizei sagt, sie können ihren einzigen Job, den sie eigentlich haben, nicht mehr machen, was ist dann mit der Polizei zu tun? Wir können sie einfach abschaffen. Das ist jetzt heute ein krasser Widerspruch zu meinem Video von heute Morgen, wo ich der Polizei beistehe. Aber da müssen wir auch immer unterscheiden. Es gibt die Bundespolizei, es gibt die Landespolizeibehörden und es gibt ganz, ganz wenige Stadtpolizisten in diesem Land. Das, was wir tagtäglich erleben, ist meistens außerhalb der Bahnhöfe der Deutschen Bahn, ist es die Landespolizei, die unterwegs ist. Jetzt ist hier allerdings die Bundespolizei, die Flughäfen, Bahnhöfe und so weiter schützt, dafür verantwortlich auch die deutschen Grenzen zu schützen. Denn das machen sie ja zum Beispiel auch am Flughafen, wenn sie Ein- und Ausreise kontrollieren, Schengen oder Non-Schengen. An den Passschaltern sitzen Bundespolizisten. Und diese Bundespolizei sieht sich jetzt nicht länger in der Lage, diese Grenzkontrollen aufrechtzuerhalten. Es werden hier Gründe aufgeführt, dass das aktuell nur machbar ist, weil man Überstunden in Kauf nimmt und eine Urlaubssperre verhängt hat. So leid es mir tut, um jeden Polizisten in Uniform, wenn das die Ausgangssituation ist, dann müssen wir sofort reagieren. Eine Bundespolizei muss jederzeit in der Lage sein, die Grenzen dauerhaft zu kontrollieren. Bei Corona haben sie es nämlich auch getan und da war es auf einmal kein Problem. Ich schlage deshalb folgende Lösungsansätze vor, damit wir hier schnelle Abhilfe schaffen. Wir verlängern die Urlaubssperre nur kurzfristig. Wir nehmen auch weiterhin Überstunden in Kauf.
Das ist nämlich die Ist-Situation. Dann fangen wir ab sofort an. Die geleisteten Überstunden werden in voller Höhe ausgezahlt an die Beamten, dass sie auch was davon haben. Ab nächsten Monat müssten wir die ganzen Überstunden an die Bundespolizisten endlich auszahlen. Dann müsste man sofort hingehen und müsste 5.000 bis 10.000 Personen aus der Bundeswehr herauslösen und sie temporär in einer anderen Uniform, nämlich der der Polizei, von mir aus als Polizeianwärter im Aushilfsdienst mit an die Grenze schicken, zu kontrollieren. Wir haben keinen Verteidigungsfall, keinen klassischen Verteidigungsfall an unserer Grenze, deswegen können wir die Bundeswehr dort nicht in ihrer normalen Uniform hinstellen, aber der deutsche Staat mit seiner Bürokratie wird sicher in der Lage sein, auch ein paar Soldaten intern umzuwidmen, damit man hier die Personalgrenze deutlich nach oben schieben kann. Fahrzeuge sind auch vorhanden und dann muss weiter kontrolliert werden. Gleichzeitig muss ein personeller Aufwuchs bei der Bundespolizei stattfinden und ob die Bundespolizei weiterhin alle ihre zugrunde liegenden Aufgaben so erfüllen soll, wie sie das macht, müssten wir mal drüber diskutieren. Ich rede nicht von dem Bewachen der Bahnhöfe und der Flughäfen, aber es gibt noch viele weitere Dinge, wo die Bundespolizei zur Hilfe herangezogen wird. Ich finde es dennoch phänomenal, dass sich dann die Polizeigewerkschaft hinstellt und anstatt mehr Geld, mehr Personal, mehr Unterstützung zu fordern, einfach das Ende der Kontrollen mit dem Wissen in Kauf nimmt, was wir die letzten 5 Wochen kontrolliert haben in diesem Land. Das ist Gefährdung der Bevölkerung, das ist Gefährdung der Allgemeinheit. Wenn der Staat mit seiner Polizei seinen Kernaufgaben nicht nachkommt, dann verliert er den Wesenscharakter als Staat an sich. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Ich bin gespannt, wie du das Ganze hier siehst. Der Nachtrag heute Morgen bei der Messerstecherei am Kanzleramt. Die 4 Verletzten sind alle afghanische Staatsbürger bzw. mutmaßlich afghanische Staatsbürger gewesen. Und phänomenal, es war eine Besuchergruppe eines AfD-Bundestagsabgeordneten wenige Minuten vorher eben dort an dieser Gustav-Heinemann-Brücke. Deswegen gab es auch einen Ersthelfer, der AfD-Mitglied war vor Ort. Die Polizei Berlin hat das selbstverständlich weggelassen in ihrer Pressemitteilung. Und die Jugendgruppe hat das quasi alles beobachtet von der Strandbar aus. Ob ich hier noch an weitere Videoaufnahmen komme, ist unklar. Ich weiß nämlich nicht, wer von dieser Gruppe gefilmt hat und wer alles dabei gewesen ist. Abonniere den Kanal, abonniere auch X und Telegram. Wir werden die 100.000 bald erreichen. Und dann schauen wir mal, ob wir dann hier etwas ändern am Kanal, ob wir was Neues einführen. Ich weiß noch nicht. Habt ihr irgendwelche Wünsche? Wünscht ihr euch ein anderes Format? Regelmäßige Livestreams mit Frage-Antwort-Runde oder einmal die Woche ein längeres Video oder sonst irgendwas? Oder soll ich einfach so weitermachen wie bisher? Ich bin noch nicht ganz schlüssig, wo die Reise hingeht. Das Sommerloch, es existiert quasi gar nicht. Es gibt jeden Tag genug zu berichten. Ich bin gespannt, ob das so weitergeht und wann denn endlich hier in den Schwimmbädern mal wieder Randale herrscht. Das Wetter soll diese Woche sehr, sehr gut werden. Ich befürchte Schlimmes, wirklich Schlimmes. Es haben nämlich alle Ferien aktuell und die wissen sowieso nicht, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Deswegen sage ich, bleibt dran, es bleibt spannend. Der Sommer, er wird heiß. Am 1.9. wird gewählt. Der Wahlkampf erläuft. Es wird den ein oder anderen Fehltritt eines Politikers mit Sicherheit geben, bei dem wir natürlich dann auch dranbleiben und berichten. Damit ciao, bis bald.